Hallo, grüß dich. Fein, dass es da seid. Wir starten gleich mit unserem ersten Video zum Online-Theaterkurs. Und wir starten mit ein bisschen Auflockerung. Mach dazu ein bisschen Musik. Und wir schütteln ins Hände und die Arme und die Schultern und die Hände und den Arm und die Schultern und die Füße klopfen wir raus und wir nageln uns richtig an. Und nachdem wir noch Hände und Füße, Zehen und Finger Faust machen, halten 10 Sekunden lang ganz feste Faust gehalten. 3, 2 und locker lassen. Jetzt bewegen wir uns ein bisschen zu der Musik. Tanzen ein bisschen zur Musik und wenn die Musik stehen bleibt, dann bleiben wir frozen, also eingefroren. Finger und Augen müssen auch ganz starr bleiben. Also, ein bisschen tanzen. Und Achtung! Und keine Bewegung machen. Ganz starr bleiben. Keine Bewegung und weiter geht's. Und da große Bewegungen machen mit Händen und Füßen. Und wenn die Musik ausgeht, stopp! Stehen bleiben! Und weiter geht's. Und ein bisschen tanzen noch. Eins, zwei, drei und Achtung! Keine Bewegung. Und ein letztes Mal. Ruhig. Führen und zurückgehen und Achtung! So, bei der nächsten Übung, die heißt Spiegelbild. Ich bin der Mensch und das heißt mein Spiegelbild und das macht genau die gleichen Bewegungen wie ich. Also. Schaut, beobachtet mich genau, wie ich meine Hände bewege. Genauso macht es das auch noch. Und genau schauen. Die Übung könnt ihr selber machen, eben vom Video oder natürlich auch gerne mit der Mama, mit dem Tata oder mit den Geschwistern. Die letzte Übung, die hat Standbilder. Ich sage eigentlich eine Situation, also eine Geschichte, und jetzt überlege ich ein Standbild dazu. Wie kann die Figur ausschauen? Und Standbild heißt eben so stehen bleiben. Die erste Geschichte ist ein Sportler, Sportlerin, die gerade einen Wettkampf gewonnen hat. Wie kennt man denn den? Juhu! Und halten die Situation 3, 2, 1 und lassen wieder locker. Die nächste Situation, wir sein ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, die ein Feuer löschen muss. Wie schaut der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau? Konzentriert auf den Punkt und löscht. 3, 2, 1 und locker lassen. Bei der nächsten Geschichte essen wir ein Eis. Ist das Eis gut oder ist das nicht so gut? Wir halten das Eis und mein Eis ist jetzt nicht so gut. 3, 2, 1 und locker lassen. Beim nächsten Mal sei mir ein Lehrer oder eine Lehrerin, die den Schülern etwas erklärt. Vielleicht ist da die Tafel. So. 3, 2, eins und locker lassen. Nachher springen wir gemeinsam ins Wasser. Einen Sprung. Und bleiben. Und 3, 2, 1 locker lassen. Nachher haben wir noch
Streiten mit Bruder oder Schwester. Die Situation kennt es wahrscheinlich alle. Wir denken uns wieder ein Standbild aus. Vielleicht, und bleiben. 3, 2, 1. Und locker lassen. Wir wiederholen nochmal. Wir haben Kopf. Den Sportler. Ja. Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau. Und Eis essen. Ins Wasser springen. Die Lehrerin. Und mit Bruder oder Schwester streiten. Jetzt kennst du die Situationen, die Standbilder noch einmal ganz genau üben, alleinig. Und danach Enkel und Eltern vorspielen, also als Standbild sagen. Und sie müssen erraten, welche Geschichte oder Situation es dazu gibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und bleibt gesund.